kleine, tapfere Dampflok. Ja. Mit zwei Atomreaktoren. Mhm. Tapfere kleine Dampflok. Weh, ich wollte mit dir reden. Was ist los? Hast du auf dem Herzen, Panam. Nomade ans Fenster stellen. Du wirst glücklicher hier als in der Stadt. Du bist hier draußen glücklicher. Ganz schön nah ran. Sofort. Mhm. Machst du Witze? Ich bin kurz davor, meine Familie in Gefahr zu bringen, von Saul vermöbelt und vielleicht verstoßen zu werden. Und du sagst, ich wirke glücklich? Ja, weil du denkst, dass du das Richtige für die alte Kaldos tust. Genau, generell. Auch wenn es schwer ist. Auch wenn du dir in die Hosen scheißt. Mein Gott, merkst du mir das an? Wenn es um die Familie geht, nicht Saul. Weil es um die Familie geht, nicht Saul? Oder worüber wolltest du reden? Richtig. Worüber willst du reden? Ich weiß, das klingt dumm, weil ich dich um Hilfe gebeten habe. Aber warum hilfst du mir? Weil ich weiß, dass es dir wichtig ist, weil ich wissen will, wie es ausgeht. Ich mach das nicht umsonst. Oder was denn? Schon wieder misstrauisch? Weil es dir wichtig ist. Aber ist das alles? Sorry, das klang jetzt irgendwie komisch. Ist das alles? Hör mal, weh. Sorry, ich kann sowas nicht. Von meinen Gefühlen und dem ganzen Kram reden. Schon gut. Irgendwo muss man ja anfangen, oder? So weit, so gut. Machst das schon ganz gut. Ja. So weit, so gut, Löwin. Oh. Weil ich meinen Mund bis jetzt gehalten habe. Das Ding ist, ich handle immer erst und denke dann nach. Ja, hab ich bemerkt. Ich weiß. Aber ich brauche auch Impulse, um zu handeln. Wenn ich spontan bin, habe ich das Gefühl, ehrlich zu sein. Aber mit dir gehe ich lieber auf Nummer sicher. Du fühlst jetzt keinen Impuls in keine Richtung? Schade. Warum ist es bei mir anders? Ja, das sage ich nicht nochmal. Nee. Wir bleiben schön im zweiten Gang. Wir scheinen hier nie in dritten. Nein. Warum ist es bei mir anders? Aua. Weil es mir diesmal wirklich wichtig ist. Aber ich habe Angst, dass ich was Dummes sage oder tue und dann alleine da sitze. Ich hätte dich lieber bei mir. Wenn auch nur als Freund. Panams Hand berühren. Folge das nächste Mal einfach diesem Impuls. Oder du machst dir zu viele Gedanken. Coop? I don't know, Mann. Sie hat schon ein Impulsgerät. Also ich glaube, die Hand dürfen wir berühren. Ja? Ja, ich glaube schon. Okay, lass tryen. Ich try das. Folge das nächste Mal diesem Impuls. Chantet wieder Dode gerade? Ja, Arm berührt auch nur. Alles gut. Okay. Auf jeden Fall habe ich dich gewarnt. Ja. Okay. Hier zurückberührt. Zurück zu den anderen. Zurückberührt. jetzt hier so zwei Hunde, die sie beschnüffeln. Zurückberührt halt. Sie hat sie, oh, Chat, jetzt also. Zurückberührt. Mhm. Okay, momentan geht Chat gar nicht. Habt ihr ihn unter Beobachtung? Ja, Carol belauscht hin und wieder ihre Kommunikationskanäle. Mhm. Also Leute, wir sind jetzt gerade beim dritten Reconnect. Bis jetzt. Genau. Wir sehen euch gerade nicht, aber ich glaube, die Übertragung steht aber noch, ne? Ja, also Drop Frames haben wir nicht. Keine Ahnung, was hier jetzt gerade abgeht. Okay, wir warten einfach mal ab. Genau, Chat ist gerade dood. Ungewöhnlich so ohne Chat, ne? Ja, aber auch nicht schlecht, oder? Ja, du, weiß aber, ich nicht, es ist schon ein bisschen also, wie so Geister. Manchmal ist das angenehm, manchmal. Der Chat ghostet uns, Coop. Der will nicht mehr mit uns reden. Ich glaube auch. Wie, weißt du, wo Panam ist? Ist bei euch denn noch alles gut? Ich bin hier, genau. Also, Sabi, könntest du vielleicht kurz eine WhatsApp schreiben? Das wär super nice. Richtig, ich bin hier, Babysitter. Ist er gerade wieder da? Ist wieder da? Könnt ihr mal schreiben? Alles gut? Test, könnt ihr hier schreiben? Ich bin da? Okay. Sabi hat gerade geschrieben, mach platt, ich bin da. Hier, Saul hat uns auch geschrieben. Hier. Okay, Saul Bright. Wie? Weißt du, wo Panam ist? Ich bin noch nicht hier, Babysitter. Ist mir scheißegal, was zwischen euch beiden sonst noch läuft. Ich habe eine einfache Frage gestellt. Ich hätte gerne eine klare Antwort. Wenn du sie siehst, sag ihr, dass ich mit ihr reden will. Okay. Alles gut, geht's gerade wieder. Alles gut. Vielen lieben Dank, Sabi. Dankeschön, Sabi. Gerade WhatsApp geöffnet gehabt. Danke dir, Kikos. Funktioniert. Also ghostet ihr uns nicht, ne? Mhm. Mach platt, wenn ich davor greifen darf. Vermutlich Aprikot. wäre doch eine schöne Abwechslung mal. Mach deinen Arsch für eine Minute. Atme tief durch. Alles ist unter Kontrolle. Der Konvoi ist schon unterwegs in unsere Richtung. Aber Entschuldigung, mach mal, ich wurde nicht gefragt. Soll ich mich hinsetzen hier oder was? Klar, natürlich mit das Lagerfeuer. Das ist doch hier wieder viel vom Foto, was sie dir geschickt hat. Ah. Bedenken wegen Saul?
Das schafft auch so eine ganz eigene Atmosphäre, um so ein Lagerfeuer zu sitzen, ne? Oh, das möchte ich mal wieder haben. Ja, kannst du hier machen, am Strand. Ja, sehr lange her. Den Bobby, doch, einen Schmatz haben wir gekriegt. Du bist nicht die Erste, die sich gegen Saul auflehnt. Ach, spar dir die Anekdote. Ich brauche keinen Trost. Nicht antworten ist auch immer eine Option, ja. Kante. Scorpion. Er kam aus dem Krieg zurück. Hatte den Kopf voller neuer Ideen. Und einen Haufen neuer Kontakte. Wollte Saul überzeugen, dass wir uns Snake Nation anschließen. Meinte, das würde uns stärker machen. Snake Nation! Davon hat er mir nie ein Wort gesagt. Snake Bro. Was hat Saul gemacht? Saul hat ihn regelrecht fertig gemacht dafür, der Familie Ärger zu machen. Scheiße, er hat ihm ein Jahr lang keine Jobs gegeben. Na, das ist ja ein Trost. Danke. Du meintest selbst, du brauchst keinen... Sabi, viel Erfolg. Gute Jagd. Hier, ja, auf jeden Fall, ne? Lass uns trinken. Auf Scorpion. Wir sollten einen trinken. Auf Scorpion. Eine gute Idee. Klar, Mann. Und auf Jackie. Auf Scorpion. Und, oh, sie hat gesagt, und auf Jackie. Ja, oh. Oh, sie ist schon süß. Hat sie sich gemerkt. Das ist schon süß. Das ist echt cute. Snake Nation. Ich rede nicht viel vom Krieg. Ich würde das sagen. Was? Aber kurz nochmal auf Snake Nation. Saul hatte recht, was Snake Nation angeht. Ihr solltet unabhängig bleiben, sonst endet ihr noch wie... Wie die Beckers? Jupp. Mhm. Wir kommen auch alleine klar. Wir brauchen nur ein paar gute Jobs. Damit die Leute wieder über die alte Kaldos reden. Genau deshalb sind wir heute hier. Scorpion wäre stolz auf uns. So. Ich versuche, ein bisschen zu schlafen. Gönnt euch noch ein bisschen. Ich gehe nach dem Bett rein. Nach dem Bett drinnen rein. Okay. Wird noch eine Weile dauern, bis der Konvoi hier durchkommt. Jo. Näher rücken. Ich bin schön kalt geworden. Oh, come on! Oder ich bin mir sicher, du wirst kein Auge zumachen. Oder weck mich, wenn irgendwas passiert. Oh, Mann, ey. Ich glaube, man sollte nicht... Bist du angenehm? Man sollte nicht eins machen. Nein. Nee. Hupen Hubert. Nee, mit dem Nick sowieso nicht. Mit dem Nick schon mal gar nicht. Ich sag einfach, weck mich, wenn irgendwas passiert. Ja, denke ich auch. Ja. Weck mich, wenn was passiert. Es sei denn, du willst auch schlafen. Ich lieg einfach nur eine Weile hier, neben dir und bestaune die Sterne. Oh. Ist das etwa noch ein Fachgebiet von dir? Hast du auch Sternkarten in deiner Bibliothek? Kollege, leg dich lieber hin. Na klar. Das da ist der große Wagen. Und siehst du den kleinen flimmernden Stern rechts davon? Klar. Ja. Echt? Shit. Dann sind die Bremslichter vom Wagen im Arsch. Bruchpilot, moin moin, hallo. Ha. Nee, das Augenrollen, das war nicht so schlecht. Die hat in den Himmel, die hat in den Himmel geguckt, Sorg. Alles gut. Nee, hey, Leute, ganz ehrlich. Schascha, meine Freunde. Locker bleiben. Langsam. Genau. Bisschen. Okay, da kommen sie. Sind alle bereit? Ja, Moment. Kurz hochfahren. Oh. Wie? Du. Jupp. Ja, genau. Kurz hochfahren. Das wäre cool. Ich glaube, da käme so ein Boot-Sound. Alright. Nice Spoiler. Gibt's noch einen schönen? Oh. Nee, sie war nicht tierisch enttäuscht. Nee, nobody. Hey. Hör auf. Keine Ahnung, ich kann das nicht deuten. Obwohl sieht doch nicht schlecht aus. Fahren wir jetzt hier eine aus oder was ist los? Okay. Mehr Geschwindigkeit! Sie war so enttäuscht wie Mokka von mir letzte Nacht, sagt Nighty. Nighty hat Mokka mir morgen erzählt. Das macht man auch nicht, was du da gemacht hast, ne? Nein, Mann. Ich hab gesagt nein. Nein heißt nein, Nighty. Nighty, das heißt die Fremde, nicht der Fremde. Richtig. Wie? Kein Zögern jetzt! Zerstöre den Koppler! Den Koppler? Sag mir einfach, worauf ich schießen soll. Was für ein Koppler denn? Schieß auf den Zugkoppler. Optional. Vielleicht auf den Waggon? Das da? Ja, genau. Schieß endlich den scheiß Koppler weg!
Ja, ja. Ja, verdammt! Ach, damit er schneller wird wahrscheinlich. Ja, sieht aus wie Mad Max. Das stimmt, Moonsunner, ja. Wo? Umzingelt sie, sobald sie abgeschnitten sind. Darf ich kämpfen, oder? Ein Wort von dir. Und ich schieße sie alle ab. Oha, das sind aber eine Menge. Das Piepen gibt's doch immer noch, Tropfen, ne? Ist doch, glaube ich, Grafikkarte erkannt. Jo, neutralisiere die Militech. Eskorte. Oh, warum? Direkt geschützt und Fehlfunktion gewesen. Ich bin dran! Es wird geknipst! Soldat am Boden! Oh, diese Waffe. In Nacken! Vier noch? Los, ihr Schlappschwänze! Vier noch? Shit. Ah, vorhin reinlaufen lassen. Ja. Bin dran. Wer noch? Ein noch, einer muss noch irgendwo sein. Irgendwo da ist noch, ja. Hurensöhne! Schieß ja einmal alles durch hier, ist mir egal. Los! Alles läuft nach Plan, Boss. Blau Loot. Der Zug fährt los. Alles nice. Ich nehme aber nur noch die blauen Sachen jetzt mit, glaube ich. Grün und blau. Alright. Ja gut, grau ist meistens nur Junk. Na klar, nein, die hast du auch, oder was? Die ist richtig cool, ne? Die Overwatch. Die Sniper. Sniper ist der Wahnsinn. Mhm. Okay. Ah, wir haben nachgeguckt. Kein Augenrollen. Falsch von mir beobachtet. Okay. Aber Option 1 wäre eventuell auch gegangen. Wer weiß, ne? Weil wir ja am offenen übernachten. Da wärmt man sich besser gegenseitig. Wer weiß. Drittens war der Safe Call, denn sie hatte dann jede Option frei. Ha, meinst du, das wäre so wie so ein Angebot nur gewesen? So, hey, ich lebe mich hier hin? Scheiße, es hat funktioniert. Natürlich hat es das, genau wie ich gesagt habe. Noch ist hier gar nichts. Safe. Was ist da los? Er hupt. Wie geht's dir, wie? Hattest du Spaß? Aber wie? Sei froh, dass du nicht mithelfen musst, diesen Haufen Schrott zu sammeln. Ach, das ist der Cowboy. Für Mitch und Teddy geht der Spaß erst richtig los. Okay. Okay, die haben wir noch nicht gefunden, Boozy. Skippy? Sagt mir auch nichts. Ja, genau, natürlich. Junk kann dir viel Geld einbringen. Ah ja, ich hab den Skill mit Junk Auto Recycling geskillt. Ja, also ist auch super. So viel bringt Junk halt auch nicht. Mal hier $4, mal da irgendwie zwei oder so. Nee, manchmal bringen die Ketten $750 und so, ja. Ja gut, das stimmt. Aber die bringen auch seltene Teile dann. Ja, mal gucken. Ich habe da jetzt gar kein Problem mehr. Wir haben noch nicht wirklich Geld sorgen. Wenn wir irgendein Ziel haben, sparen wir und machen ein paar Missionen. Genau. Timing, wenn du mich fragst. Zur Not halt auf der Straße so ein paar Cop-Jobs oder so. Genau. Bringt halt jetzt mal einen guten Taui oder so. Und klar. Warum nicht? Ein paar Leute platt machen, Erfahrung sammeln. Ja, und sind auch schnell erledigt. Mal gucken. Das lief ja fast schon zu glatt jetzt. Ja, das stank ja auch zum Himmel. Ich bin da eigentlich nur mitgegangen, damit ich aufpassen kann auf Panam. Ja, mal abwarten. Ja. So. Und jetzt ist es schön im Lager und jetzt gehen gleich irgendwelche Bomben hoch an den Dinger oder was weiß ich. Ich kann mit ihm reden, wenn du willst. Nein, danke. Das erledige ich lieber selbst. Meinem Speichern kurz? Geht das? Nein. Schade. Ich weiß. Neustart haben wir nämlich auch nicht gemacht. Aber ist egal jetzt. Hab ich vergessen. Ja, ich auch. Und nu? Soll ich da jetzt hingehen? Ah ja, du sollst zu Saul gehen, ja. Ah, da kommt er schon. Jetzt geht's los. Questgeber, komm schon hierher. Ja, wieso? Der geht doch super entspannt und überhaupt nicht energisch. Oh. Was hat das zu bedeuten? Siehst du doch. Stimmt, Boromir. Das ist der Basilisk. Vorhin jemand geschrieben. Ich sehe nur zwei Trucks mit riesigen Militech-Logos. Verdammt, Panam! Das sieht man aus meilenweiter Entfernung! Glaubst du, wir hätten nicht schon genug Probleme? Die Ruffen könnten jeden Moment hier auftauchen. Und jetzt müssen wir uns auch noch um Militech sorgen machen! Schnauze! Fuck! Halt endlich dein Maul! Du willst für immer den Konzern die Stiefel lecken? Schön! Dann mach doch!
Dann nehmen wir den Basilisk als Andenken daran, was diese Familie einmal war. Oder vielleicht können wir uns einfach das nächste Mal verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Sobald ich mit Biotechnica fertig bin, halten wir eine Versammlung ab und reden über das hier. Und dich. Bis es soweit ist, schaffst du gefälligst diese Trucks hier weg. Und der Basilisk? Können wir ihn zusammensetzen? Macht, was ihr wollt. Aber geht mir aus den Augen. Okay. Naja, der Bobby, er will eigentlich meint er es gut. Er will einfach nicht noch mehr Feinde haben. Genau, er will die Gemeinschaft hier beschützen. Ja. Also da auch von der Hinsicht kann ich das schon ein Stück weit verstehen, warum er so handelt oder so böse ist darüber. Klar. Aber andererseits hat sie halt auch einen Punkt. Ja, aber er hat gesagt, gibt's nicht und dann gibt's das nicht. Und irgendwo hast du einen Vorgesetzten. Ganz einfach. Ob der ja nun recht hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Weil er trägt auf jeden Fall die Verantwortung. Das stimmt, das stimmt. So, nu, soll ich da jetzt mal eben kurz hingehen? Oh, die Reifen. Auf einem. Hast du gesehen? Gehen wir zurück, guck mal, die Reifen. Ah, jetzt nicht mehr, okay. Haben sich ein bisschen gedreht. Da jetzt. Hast du gesehen? Wo denn? Welche Reifen? Die links vom LKW. Links vom großen LKW. Genau. Gehen wir Stück gedreht? Zurück. Ja, da hast du gesehen. Ah, alles klar, ja. Guck mal, er kann vorwärts und rückwärts fahren. Ja. So, nu? Das ist der Moon Drive übrigens. Wo ist Saul denn? Er kann Moon driven. Oh, hier geht ja richtig die Post ab. Nee, 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 er hat sie nicht losgeschickt, Bobby. Da hat er sich schon am Anfang für nass gemacht und hat gesagt, nee, das macht die lieber nicht. Ne? Also nicht lieber nicht, er hat gesagt, nein, das gibt genau. es nicht. Genau, und wir sind dann einfach trotzdem hingefahren, haben das trotzdem gemacht. Ja, scheint jetzt aber gerade nicht weiterzugehen hier. Hm. Sollst du mit Saul reden? Ja, ich weiß, triff dich mit Saul. Das war die Quest, bevor er überhaupt hierher gekommen ist. Wo ist Saul denn jetzt? Ich glaube, der schmeißt da ein paar Sachen kaputt. Meinst du, der ist so sauer? Ich frage mich, wo der überhaupt ist. Ich auch. Oh, willkommen zurück, Mats. Hallo, hallo. Ich glaube, das ist gebuggt. Sagt Nadi, okay. Da müsstest du jetzt mit Panam reden, nachdem du mit Saul geschnackt hast. Ja, okay. Ja, dann ja, können wir doch mal einen schnellen Neustart machen. Eben abspeichern. Und dann sollte das mit der Quest auch ganz normal weitergehen, oder? Oh, das kann man doch nicht mal speichern, oder was? Ha, okay, wann war der letzte Autosave? Soll ich schnell schauen? 23:19, 23:23, vor 4 Minuten. Ja gut, dann lass uns mal eben neu starten. Ne? Hm? Okay. Alright. Das sollte ja nicht so wild sein. Oh, da ist er. Guck mal. Das wissen wir, ich wollte mal sehen hier. Keck C. Nee, doch nicht. Warte. Da ist er. Oh, er ist so schön, so fröhlich. Synchronisierung. Okay, okay. Ja, so das Neuladen soll ja oftmals helfen. Das ist jetzt auch der erste Quest-Stopper, den wir irgendwo gerade erleben im Spiel bisher. Nein, überhaupt nicht. Dass eine Quest nicht weiterging? Überhaupt nicht. Was? Haben wir gerade erst gestern. Das war ein Ladescreen, das sage ich ja. Das war ein Ladescreen. Stimmt, das hätte auch nicht weitergegangen. Das war trotzdem eine Quest, die halt nicht weiterging. Ja, gut, gut. Das meine ich nur. Okay, okay, schauen wir gleich mal, ob sich das dann behoben hat, ne? Nee, wie gesagt, der Bobby. Er hat gesagt, das lasst ihr schön bleiben und zwar allesamt. Genau, genau. Und das haben sie dann trotzdem nicht gemacht. Da wäre ich auch ein bisschen unentspannt. Kann ich dir so sagen. Sabi, willkommen zurück. Hi. Nachbar war schon wieder nicht zu Hause. Okay, glaube ich. Werf ihm den Zettel im Briefkasten, dass er mir aufschreiben soll, wann er daheim ist. Jo. Verdammter Nachbar, ey. Ja, einfacher wäre doch eigentlich, wenn du ihn schreiben würdest auf dem Zettel so, ja, er soll am besten dann vor deine Tür das Paket legen und einmal klopfen oder so. Oder einmal klingeln. Oder so. Aber das kann man ja nicht verlangen, kann man nicht erwarten. Ne? Dreimal klopfen. Ja, dreimal klopfen. Geheimes Klopfzeichen. Nein, danke. Das erledige ich lieber selbst. Okay. Da hinten ist er. Siehst du ihn? Da steht er. Oh, jetzt hat er es gesehen. Jetzt hat er es gesehen. Er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Wahrscheinlich an den LKW. Oh, ist der wütend. Jetzt geht's los. Ah, okay, okay, Sabi, alles gut, alles gut. Okay, okay. Das kommt weg, wenn ich es nicht sofort mitbekomme. Alter Schwede. Sabi, du musst da raus aus der Hood. Du musst da raus aus der Hood, Sabi. Was hat das zu bedeuten? Siehst du doch. Das ist der Basilisk. Ich sehe nur zwei Trucks mit riesigen Militech-Logos. Verdammt, Panam. Das sieht man aus meilenweiter Entfernung. Glaubst du, wir hätten nicht schon genug Probleme?
Ja, kann man auch eben gesehen. Können wir mal eben überspringen, oder? Achso, ja. Müssen wir uns auch noch um. Ducken, einfach ducken, Mocker. Nein, nein, die einfach ducken. Oder vielleicht. Sobald ich mit. Ich will nicht nochmal hören, wie sie so böse rumbrüllen, Mock. Ich meine, ich will sie nicht schreien, wenn wir unsere Panne haben. Macht, was ihr wollt. So, Moment, der geht jetzt weg. Ich beobachte wohin. Ja, ja, mal im Gucken. Mhm. Okay. Okay. Ich behalte dich im Auge, mein Freund. Vielleicht muss er erst da ankommen oder so. Hm. Dem hätte ich nachts die Hand in warmes Wasser gelegt. Die Saudi. Du Unmensch, Bobby. Und. Love Dark. Hallo, hallo, moin. So, jetzt habe ich aber aufgepasst, wo du hingehst. Ich weiß, wo du wohnst jetzt hier. Ja, wie gesagt, normalerweise sollte ich jetzt umspringen. Ah. Mhm. Schon mal von Santiago gehört? War früher mal ein Nomade. Schon mal was von unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus gehört? Warum erinnern sich auf einmal alle an Santiago? Ein Freund von mir hat mal mit ihm gearbeitet. Muss ziemlich alt sein, dein Freund. Mhm. Santiago ist eine Legende, ja. Nicht gerade ein Vorbild für mich, aber in seiner Zeit war er eine Art Held. Klingt, als wäre er für dich nicht gerade legendär. Du scheinst ihn nicht so zu feiern wie der Rest. Man sagt, er war ein Stadtnomade. Mal hier, mal da. Aber sowas gibt es nicht. Entweder ist man seiner Familie treu oder nicht. Zählt Loyalität gegenüber Freunden denn nicht? Vielleicht. Dann endet man wie Santiago. Er ist abgekratzt, weil sein bekloppter Kamerad Arasaka zu Staub machen wollte. Ja, toller Freund. Okay. Okay, das geht immer noch nicht so richtig. Hast du was anderes zu tun? Hm. Ich nämlich auch, weißt du? Ja, deswegen gehe ich ja weg. Mhm. Aha. Hm. Huh. Ah, oh, jetzt geht was. Trifft ihr mit. Nee. Hm. Scheint nicht zu funktionieren. Schon mal. Ja. Ein Freund von. Huh. Ja, dann vielleicht erstmal wieder eine andere Quest machen. Vielleicht triggert die dann weiter. Hm. Dann bleiben die halt die ganze Zeit stehen, oder was? Ja, schade. Wirklich schade, ja. Okay. Kommen wir überhaupt weg? Ja, ne? Muss hey, ja. Ja, ja, ja. Ja, das hatten wir gerade. Das ging ja nicht. Besuche Claire tagsüber in ihrer Werkstatt. Afterlife Barkeeperin, die in ihrer Freizeit illegale Straßenrennen fährt. Ja, dann lass uns das machen. Mhm. Ja, schade, aber. Mhm. Guck mal, V, geht das hier auch? Nee, nee, ist deaktiviert hier unten. Ah. Ja, mal sehen, ob das überhaupt funktioniert jetzt. Das ist ja komisch. Vielleicht muss man einmal aus der Region raus oder so. Soll ich danach wieder jetzt gleich umdrehen und wieder hingehen? Oder? Was meinst du? Ich weiß es nicht. Jetzt geht V. Okay, woran kann man das sehen? Unten, wenn es nicht ausgerötet ist. Okay, okay, okay. Adlerauge Suak. Zwei Zeilen vorher noch so. Genug Backseat-Game von mir. Jetzt bin ich leise. Und zwei Zeilen später. Jetzt geht V. Aber Dankeschön, Dankeschön. Alles gut. Oh, Mission aktualisiert. Ja, perfekt. Sprich mit Panam. Okay, super. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Alles gut, Suak. Alles gut. War nur ein lustiger Umstand jetzt gerade. Mhm. Hat funktioniert. Sehr gut. Panam. Panam. Panam brauchte nur ein bisschen Bedenkzeit. Dann ging er schon. Ich muss sich auch genau überlegen. Sie hat auch eben gesagt, sie überlegt sich immer ganz genau, was sie zu uns sagt. Mission abgeschlossen. So, und jetzt? Hä? Triff dich mit Takemura. Ja, das war jetzt die Quest. Ja, aber ich wollte mit Panam reden, stand da doch. Ja, ich weiß. Ich habe auch noch gar nicht mit der geredet. Aber vielleicht sind jetzt ein paar Gesprächsoptionen weggegangen. Mal kurz warten, wenn sie gleich stehen bleibt. Wir können mit ihr reden. Und Lauftag, wie läuft auf deiner neuen Maschine? Geil oder was? Das muss ja wahnsinnig gut aussehen. Das muss wirklich. Ja, das ist. Ja. Lauftag hat das einfach übertrieben. Ja, Lauftag ist. Einmal mit allem, bitte, danke. Lauftag fängt beim Übertreiben an. Hm, schöne Bude auch, ne? Und natürlich. Jetzt macht sie den Mock. Was soll das denn jetzt? 1000 Schläge pro Sekunde. Darf ich noch mal lesen? Hey, wie? Wie läuft's mit Rogue? Geht so. Warten wir's ab. Also habt ihr alles geklärt?
Momentan gehen wir uns aus dem Weg. Ist mir nur recht. Mhm. Keine Komplikationen mit Kang Tao? Bisher nicht. Haben noch eine Patrouille zur Tanke geschickt. Aber sie sind überzeugt, dass die Ruffen den AV runtergeholt und Hellmanns Wachen angegriffen haben. Ja. Der Typ von der Tanke bleibt bei der Geschichte. Also sind wir fürs Erste sicher. Aber die Ruffen, ne? Sind das hier in dieser Welt so was wie Sandleute bei Star Wars oder was? Gesundheit. Sind das so, die Ruffen, sind das so Sandleute oder was? Die Tuskenräuber? Oder wie heißen die, ne? Die heißen auch Tuskenräuber. Ah, wir haben eine neue Quest. Verlass das Lager und warte, bis der Basilisk bereit ist. Okay. Dann verlassen wir mal das Lager. Oh! Denkst du, das habe ich nicht gesehen hier? Was haben wir denn hier? Oh, lass mich da mal ran, bitte. Saul, kannst du bitte... Saul, wir haben schon mit dir geredet. Saul, konzentrier dich. Saul! Ja, ich habe den extra nicht erwähnt, da nämlich jemand im Chat das verraten wollen mit dem Lieder Loot. Worum ging es jetzt in den Tausendschlingen? Ich weiß es auch nicht so, ich werde es auch gelesen. Das werden wir von mir erfahren. Ich hätte das gerne gelesen. Wir lesen das. Ja?